Wie haben die Sahaba im Krieg gebetet? Es kommt darauf an, auf die Situation. Entweder sie haben dieses Furchtgebet gebetet, ja, wo ein Teil mit dem Prophet a.s.w. gebetet hat. Und dann, wenn die die erste Rache gebetet haben, dann kam die andere Gruppe und so weiter. Oder wenn sie dazu nicht mal in der Lage waren, dann zum Beispiel mit Augen nur gebetet. Aber wenn sie dazu in der Lage waren, normal zu beten, dann beten sie normal.